Verehrte Passagiere, hier spricht Ihr Kommandant. Wir begrüßen Sie an Bord unserer DC-6. Wir fliegen zurzeit in 18.000 Fuß auf dem Wege von Köln-Bahn über Prestwick, Schottland, Harman, Air Force Base, Neufundland, McGuire, New Jersey, nach El Paso, Texas. Die Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Flug. Verehrte Passagiere, das klingt gut, besonders in Soldatenohren. Ja, ja, schauen Sie nur richtig hin. Hier reisen lauter Uniformierte nach drüben, nach Texas in den USA. Wollen wir dem gefreiten Rolf Wertz mal ein wenig in die Fantasie hineinröntgen? Hau, der Häuptling Adlerfeder heißt seinen weißen Bruder im Land der Apachen willkommen. Naja, wir haben wohl alle einmal darin geschmökert. Gefreiter Dieter Naskowitz denkt schon realer mit dem gerade empfangenen Dollarsold. Für ihn ist Amerika das Land der chromblitzenden Wohlstandskaleschen. Menschenskind, mit dem Schlitten beim Hauptmann vorfahren, das wär's. Träume, ja, aber sie wissen schließlich, dass sie nicht zu ihrem Vergnügen in der Weltgeschichte umhergeflogen werden. Psst, lass den Unteroffizier Schlagregen ruhig pennen. Wenn der träumt, dann nur von Musik. Wird er diese Cowboy-Folklore noch so echt erleben? Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es jetzt an der Ostküste der Vereinigten Staaten 9.30 Uhr morgens ist. Wir werden in etwa einer halben Stunde landen. Sie haben dabei Gelegenheit zum Besuch von New York. Deutsche Luftwaffenuniformen sieht man selbst auf dem Broadway nicht alle Tage. Was früher höchstens bei der Marine auf Auslandsreisen vorkam, kann heute sogar das Bodenpersonal der Luftwaffe erleben. Alle, die dabei waren, werden das Gewühl bei Büroschluss auf der Fifth Avenue so bald nicht vergessen. Bis Texas hängt die DC-6 weitere 8 Stunden in der Luft. Man bekommt zumindest eine Ahnung von den ungeheuren Dimensionen des nordamerikanischen Kontinents. Gewaltig das Stromtal des Mississippi. Endlos die ersten Ölfelder in Nordtexas. Und dann braust der Vogel stundenlang über seelenlose Wüsten hinweg. Bis schließlich das Ziel erreicht ist. El Paso, im Vierländereck Texas, Neumexiko, Arizona, Old Mexico. Ich begann Ilchi, meinen prächtigen Rapphengst, ein Geschenk Winnetous, abzusatteln und sah mich dabei nach irgendeinem Schattenspender um. Karl May behält recht. Es ist zunächst einmal verdammt warm in der neuen Garnison. Sie liegt ja nicht nur runde 9000 Kilometer von Muttern daheim entfernt, sondern auch ein ganzes Stück näher zum Äquator hin. Die Rocky Mountains da hinten sehen richtig braun verbrannt aus. Und direkt darunter soll nun das Zuhause für die nächsten Monate liegen. Die Anlagen des sagenhaften Fort Bliss. Das sieht so aus. Verzeihung, so sah es einmal aus, als es vor rund 120 Jahren in der Pionierepoche des Wilden Westens zum Schutz für ein paar Stores und wenige Farmen vor marodierenden Indianern an dieser Stelle gegründet wurde. Die Bürger von El Paso stifteten zum 100-jährigen Geburtstag diese Originalrekonstruktion. Die dürftigen Lehmziegelwände aber haben sich inzwischen zu einem der mächtigsten Ausbildungszentren der amerikanischen Luftverteidigung gemausert. Fort Bliss heute.
Moderne Klimaanlagen auf allen Dächern sind bei durchschnittlich 30 bis 40 Grad im Schatten schon mal sehr sympathisch. Keine Mauer, kein Posten vor Gewehr, nicht mal ein simpler Maschendraht umschließt dieses strategisch immerhin nicht unwichtige Gelände. Eine erbeutete V2 wirkt fast wie eine nette Aufmerksamkeit für neu angekommene Lehrgangsteilnehmer aus Germany. Ja, und hier gleich das winzige deutsche Militärkirchlein. Pastor Pohl, evangelisch. Und der katholische Kollege Pfarrer Frey teilen sich brüderlich darein. Nicht nur die einander jagenden, immer neuen optischen Eindrücke beklemmen manches Herz, auch das plötzliche Zusammentreffen mit völlig anders gearteten Charakteren und Mentalitäten kann ein sensibles Gemüt unter Umständen einfach nicht verkraften. Kommen Sie doch mal mit rein. Mein lieber Scholli, gegen diesen Sammelwigwam ist eine deutsche Kasernenbude ja direkt ein Luxusapartment. Elegante Einbaumöbel mit Privatschatulle. Etwas barock, aber sonst sehr intim. Das Ganze in gepflegtem, stählernen Herrenzimmerstil. Wer sagt's denn? Nüchterne Zweckmäßigkeit bestimmt das Soldatendasein in den USA. Dabei fehlt eigentlich nichts. Naja, an den Übergangstecker für den Rasierhobel hättest du ja denken können. Es ist eben vieles, naja, halt ein bisschen anders. Auch die tägliche Flaggenparade, pünktlich um 17 Uhr. Für heute ist Feierabend. Morgen beginnt der Ernst des Lebens. Designated our B plus source, as like in a series circuit, it came down through a conductor, over, through. Die moderne Flugabwehr ist ein hochtechnisiertes Gebilde. Zunächst wird es also einmal sehr theoretisch. Die an sich schon graue Theorie aber ist grausam, wenn sie in schönstem Slang amerikanisch vermittelt wird und einer höchstens Yes und No gelernt hat. Die meisten Lehrgangsteilnehmer kommen ohne oder mit unvollkommenen Sprachkenntnissen in den Unterricht. Also muss ein Dolmetscher her. In diesem Falle als B+ bezeichnet. Der weitere Verlauf über diesen Leiter bis zur Verzweigung über den ersten Widerstand R1 an Masse und über R2 an Masse sowie über R3 an Masse. Das Verfahren klappt ganz gut, aber es kostet Zeit und Nerven. In ein paar Wochen müssen also die Hemmungen, das größte Hindernis vor der Fremdensprache, überwunden sein. Mit dem Sprachenproblem landet ein Haufen anderer auf dem Tisch des Leiters des deutschen Luftwaffenverbindungsstabes in Fort Bliss. Seit 1957 haben erfahrene Offiziere hier schon mehrere tausend deutscher Soldaten betreut. Das ergibt eine Menge Verwaltungskram. Vorschriften, Koordinationen mit amerikanischen Dienststellen, Arbeit genug bis ins Kleinste. Wie heißen die Paten bitte? Als erstes Ulrich Vetter. Pastor Pohl kennen Sie ja schon. Die meisten Männer, die Verheirateten des Stabes, haben inzwischen ihre Frauen herüberholen können. Über 100 Kinder deutscher Soldaten wurden schon in El Paso geboren. Sie sind übrigens bis zu ihrem 18. Lebensjahr amerikanische Staatsbürger. Dann müssen sie entscheiden, ob sie es bleiben wollen. Paten sind beide deutsch? Ja, beide deutsch. Na, erst mal laufen lernen, nicht? Erst einmal fahren, denkt dieser junge Westmann. Erinnern Sie sich noch an seinen Traum im Flugzeug? Allein Fort Bliss liegt mit allen Außenposten auf einer Fläche von ca. 120 mal 80 Kilometern Ausdehnung. Ein fahrbarer Untersatz ist einfach unentbehrlich. Aus dem Riesenangebot das Richtige herauszupicken, ist Sache des Einzelnen. Manchmal tun sich mehrere zusammen, um die Anschaffung zu erleichtern. Für ungefähr $500 kann man schon einen gebrauchten, aber noch durchaus brauchbaren Wagen erwerben. Mit allen Schikanen. Die angestammten Händler schätzen die solide deutsche Kundschaft. Service wird ganz groß geschrieben. Die Testfahrt ist obligatorisch. Schauen wir uns bei der Gelegenheit doch gleich mal in der Stadt um. El Paso heißt der Pass.
Gemeint ist die tiefstgelegene Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean in den Vereinigten Staaten. Die historische Bedeutung wird von der Lage direkt an der mexikanischen Grenze geprägt. Heute ein wichtiger Knotenpunkt für den Luft-, Eisenbahn- und den Highwayverkehr. Rund 300.000 Einwohner, ein College der Universität von Texas, drei Fernsehstationen und 365 Tage Sonnenschein im Jahr. Am Berg muss die Karre zeigen, was sie wirklich unter der Haube hat. Es geht fürs Erste. Natürlich sieht das alles sehr verlockend aus. Der Straßenkreuzer, der zufriedene Besitzer in Spee, Gefreiter der Bundeswehr Dieter Naskowitz und die kolossale und doch so bezaubernde Landschaft auf der Sonnenseite des Lebens. El Paso liegt zu seinen Füßen. Gönnen wir ihm die Erfüllung seines Wunschtraumes, den Sprung fast über Nacht in den höheren Lebensstandard des Gastlandes. Aber auch, oder gerade in Amerika, wird niemand etwas geschenkt. Die Ausbildung wird immer intensiver und härter. Spezialkenntnisse werden häufig in internationalen Klassen vermittelt. Dolmetscher für ein halbes Dutzend Sprachen erübrigen sich dann von selbst. Der Stundenplan ist proppenvoll. Oft beginnt die Büffelei schon morgens um 5 wegen der Hitze, die dann gegen Mittag doch das Hirn wie eine Korinthe ausgedörrt hat. 17 feet long, 13 inches in diameter, weighs approximately... Und fast jede Woche auch noch schriftliche und praktische Prüfungen. Die Einzelteile eines Karabiners sind ja ein wahres Hobby gegen diese irrsinnig komplizierten Biester. Die Hawk-Flugabwehrraketen. Das hier schmeckt viel besser. Soldaten aus 20 Nationen, dem gesamten NATO-Bereich plus Ostasien-Partner, insgesamt 17.000 Mann, bilden eine große Völkerfamilie. 20 Sprachen und mindestens ebenso viele verschiedene Hautfarben kommen unter den Fittichen der US-Army prächtig miteinander aus. Und wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen, zwar noch unbewusst, aber dafür umso eindrucksvoller, jenes Lied von der Gemeinschaft, in der es keine Standes-, Rassen- und sozialen Unterschiede gibt. Vielleicht ist dies das Wertvollste, was jeder Ausländer einmal mit nach Hause nimmt. Kleinere Wehwehchen kommen schließlich überall mal vor. Einträchtig bedient man sich auch des armeeeigenen PX-Systems, einer nicht auf Gewinn basierenden Organisation, die dem Soldaten von der chemischen Reinigung bis zu seinem Gartenschlauch den gesamten Alltagskonsum zu erheblich reduzierten Preisen vermittelt. Auch für geistige Nahrung ist ebenfalls ausreichend gesorgt. Im Gegensatz zu den spartanischen Unterkünften erscheinen alle Gemeinschaftsräume sehr komfortabel. Jeder deutsche Soldat, der solche Vorteile in Anspruch nimmt, verpflichtet sich für mindestens 6 Jahre zum Dienst bei der Flugabwehr. Das ist kein Pferdefuß, sondern eine annehmbare Bedingung. Er wird auch danach die Grundlagen der Elektronik, der Basis der modernen Flugabwehr, nutzbringend verwerten können. In diesen großzügigen Laboratorien kann er sie erwerben. Jeder Nutzen, jeder Genuss kommt letzten Endes vom Verdienst her. Wenn man die Dollar-Auslandszulagen einfach in D-Mark umrechnet, kommt theoretisch ein ansehnliches Gehalt dabei heraus. Praktisch wird der amerikanische Durchschnittsverdienst erreicht. Und der liegt vielleicht höchstens bei der Hälfte des Wechselkurses. Für eine normale Lebenshaltung und auch für ein nicht allzu teures Hobby reicht es schon. 1,25 Dollar kostet pro Stunde eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Der Ausflug in die Romantik des Wilden Westens. Die zünftige Kleidung hat hier nichts mit Filmkostüm zu tun. Sie ist immer noch die praktischste. Yippie-yay! Nun braust die Kavalkade erst richtig los.
Old Shatterhand, lass die Zügel schießen. Siehst du die Spuren Winnetous? Kinder, ist das eine Wucht. Well, I gets all head up and ask what he paid. Ride this old nag for a couple of days. He offered me 10 and I said I'm your man. Tja, was der Junge einst aus Büchern gierig verschlang, das erlebt der Mann hier mit genau dem gleichen schnellen Pulsschlag. In his buckhorn we hops, and he drives to the ranch. I stayed until morning hand right after Chuck. I steps out to see if his outlaw can bug. Well, down in the horse corral, standing alone, was an old caballo, a strawberry roan. His legs are all spavined, he's got pigeon toes. Little big eyes and a big roan nose. Little pin ears that touched at the tip. A big 44 grand was on his left hip. He's unacked and old with a long lower jaw. Das war es doch, was unser musikbeflissener Unteroffizier sich auf dem Heerflug gewünscht hatte. Selbstverständlich ist er schon längst da. Hier sind sie entstanden, die Volkslieder der Texaner. Hutnennies nennt man sie. Und der deutsche Unteroffizier wird so lange zuhören, bis er sie auswendig kennt. Eines Tages belebt sich die Wüste im nahen Neumexiko so. Der Zeitpunkt für die praktische Schulung im Übungsgelände ist gekommen. Eine Hawk-Batterie geht in Stellung. LKWs bringen die dazugehörenden Feuerleitgeräte auf ihre Position. Die Raketenbataillone müssen, um fit zu bleiben, nach erfolgter Ausbildung, einmal im Jahr zum Übungsschießen nach Fort Bliss kommen. Menschenleere Gebiete von solcher Ausdehnung gibt es im alten Europa nicht mehr. Hier ist jedes Risiko für die Zivilbevölkerung ausgeschlossen. Von der Transportlafette wird die gefährliche Fracht vorsichtig auf ein geländegängiges Raupenfahrzeug übergeladen. An der angenommenen Abschussstelle ist bereits die Startlafette aufgefahren. Und noch einmal muss das Manöver des Übersetzens geübt werden. Inzwischen setzt eine andere Mannschaft die Radarantenne zusammen, die etwa nahende Flugziele bereits in großer Entfernung wahrnehmen kann. Alle Geräte müssen untereinander und mit den Stromquellen verkabelt werden. Hier im unerschlossenen Gelände erzeugen leistungsstarke Aggregate die notwendige elektrische Energie. Man braucht geübte Hände und im Ernstfall muss das alles sehr schnell vor sich gehen. Fertig? Dann einschalten bitte. Das ist Package Training, das Einspielen der Bedienungen in der ganzen Batterie. Guck mal da, Mexiko. Wird mal Zeit, dass wir wieder hingehen. Bemerkung eines Berliner Lanzers zum Grenzfluss. Rio Grande ist gut. Wenn den Stein reinschmähst, stoptet. Bevor der Soldat über diese Brücke darf, muss er die Uniform ausziehen.
So, und nun kann's losgehen. Ciudad Juárez, so genannt nach Benito Juárez, dem George Washington Mexikos, ist die größte Stadt an der mexikanischen Nordgrenze. Mit fast 300.000 Einwohnern genauso bevölkert wie El Paso. Schon die ersten Eindrücke zeigen, dass man in Lateinamerika ist. Der Einfluss der Spanier, sogar der Mauren, wird deutlich an der Architektur. Hier an der Kathedrale Nuestra Señora de Guadalupe. Jeder Mexikaner scheint irgendetwas verkaufen zu wollen. Wer es versteht, ausgiebig zu feilschen, kann die Landesprodukte, vorwiegend indianisches Kunsthandwerk, zum Teil sehr günstig einhandeln. Aber ganz unvermittelt wird auch der große soziale Unterschied zum reichen Nachbarn Uncle Sam deutlich. Mancher verdient hier im ganzen Monat nur so viel wie ein Durchschnittsamerikaner pro Tag. Deshalb blüht auch nur ein einziges Gewerbe. Das Nachtleben in Hunderten von Bars und aus allen Ecken verheißen geflüsterte Angebote dem Fremden, den Pariser Striptease und Dolce Vita in Mexiko. Hey Charlie, ein Tequila please. Her mit einem Kaktuschnaps. Der macht vielleicht lustig. Vorsicht, Buddy. Ein Kater danach miaut noch 3 Tage. Lange lassen die exotischen Senoritas dann auch nicht auf sich warten. Schon wieder eine Darbietung. Und diesmal sogar im Kostüm. Klar, man muss diese moderne Marketenderei einmal gesehen und vielleicht auch erlebt haben. Das liegt alles so greifbar nah und so etwas gibt's auf der amerikanischen Seite fast gar nicht. Nun gut, man kann es niemand verwehren, kann nur freundschaftlich raten, Jungs, keep clear. Behaltet euren klaren Kopf. Alarm! Klar zur Schießübung. Wie ein Maulwurf liegt der Feuerleitstand im Gelände eingebuttelt. Im Ernstfall wird er leicht zu tarnen sein. Von jetzt ab rechnen die Elektronenhirne. 100 Meilen weiter machen Sie die Zielobjekte fertig. Kleine Propellerflugzeuge, die bis über 1000 Meter hochsteigen können. Per Funk wird das Flugzeug ins Zielgebiet gesteuert. Zuerst muss es vom Rundsuchgerät erfasst werden und als winziger Punkt auf dem Schirm des Zielfolgegeräts erscheinen. Search. Suchen. Das Ziel ist im Anflug. Das sogenannte Beleuchtungsradar kontrolliert den Höhenwinkel. Target. Ziel erkannt. Automatic. Automatik einschalten. Tricked. Nun gibt es für das Ziel kaum noch einen drin. Der Feuerleitoffizier gibt den Start frei.
mehrfacher Schallgeschwindigkeit rast das Projektil davon und wird im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern sein Ziel mit Sicherheit treffen. Tiefliegende Ziele übernimmt die Hawk. Höher angreifende findet die Nike Hercules, ebenfalls eine Feststoffrakete mit größerer Reichweite. Präzise kann der Anflug verfolgt werden, bis auch diese Waffe wirksam im Ziel sitzt. Hohe und höchste Anforderungen an Körper und Köpfchen im Dienst brauchen ihren Ausgleich, am besten beim Sport. Danach vielleicht ein paar ruhige Kugeln im Bowling Center. Hallo, der Herr Pfarrer Frei mittendrin. Schon recht, er weiß seine Schäfchen zu nehmen. Tor! Auf eine glänzende Vorlage des Halblinken der deutschen Nationalelf und auf einen Kernpass des Rechtsaußen muss der japanische Torwart hinter sich greifen. 155 Zuschauer bei diesem internationalen Match im Stadion von Fort Bliss. Und weiter rollen pausenlos die Angriffe über alle Flanken auf das gegnerische Tor. In den traditionellen Farben weiß-schwarz, das sind sie, unsere braven Stürmer. Tor, Tor, ein Meisterschuss unseres trickreichen Mittelstürmers. Was? Schon 8 zu 0? Nein, 9, 9 zu 0. Seit seinem Bestehen verteidigen sie den begehrten Wanderpokal von Fort Bliss. Die Trophäe für die beste Strategie auf dem grünen Rasen. Apropos Rasen. Feldwebel Hottfilder vom deutschen Verbindungsstab spielt auf seine Weise darauf. Er gehört zum Stammpersonal, hat diesen schicken Bungalow gemietet für runde 120 Dollar im Monat und praktiziert mit der ganzen Familie schon seit ein paar Jahren den American Way of Life. Unbedingt dazu gehört der Barbecue-Grill im Garten. Und das ist Männersache. Die letzten Finessen allerdings tut die Nachbarin dazu und sie hilft gern. Das Verhältnis zur alteingesessenen Einwohnerschaft ist das allerbeste. Guten Appetit. Nicht weit von hier aber gibt es noch eine andere typische Wohnkultur, typisch auch für Soldaten. Die Trailerkolonien der Amerikaner. Kleine Villen auf Rädern und mit allem Komfort. Und wenn Papa abkommandiert wird, nimmt er Sack und Pack und Haus und Truck einfach mit in die nächste Garnison. Ja, dieses ungewöhnliche Land mit seinen ungewöhnlichen Maßstäben. Gewaltige Entfernungen müssen überwunden werden. Ein Wochenendurlaub, bei dem einer Strecken wie die zwischen Hamburg und München und zurückfährt, ist nicht selten. Aber Schiene und Straße sind auch tipptopp. Sie haben ihn vielleicht wiedererkannt. Den letzten unserer drei Träume aus der DC-6. Er will nun endlich auch zu seinen Indianern kommen. Nach stundenlanger Fahrt über den Highway wechselt das Wüstenpanorama zum lieblichen Bergwald. Genau wie bei Karl May übrigens. Die Mescalero-Apachen waren der Stamm Winnetous. Die erste rote Squaw aber hat Angst vor der Kamera. Außerhalb einer kurzen Festspielsaison kostet es ehrliche Mühe, überhaupt einen der stolzen Krieger und roten Brüder aufzutreiben. Geschweige denn, ihn dazu zu bewegen, Kriegsbemalung anzulegen. Na, wenigstens ein Foto.
Aber bitte nur Brustbild, denn darunter ist der Indianer zu Ende. Der nächste bitte, natürlich nur gegen harte Dollar, Sir. Was Winnetou wohl dazu sagen würde. Also die rosarote Brille der Indianerromantik lassen wir doch lieber bei den Apachen. Dafür müssen wir uns jetzt beinahe eine Schneebrille aufsetzen. Für den Besuch im Nationalpark von White Sands. Weißer Sand. Richtige Dünen sind es, die zum Teil noch vor dem Wind einherwandern und rund 450 Quadratkilometer bedecken. Der Sand enthält übrigens beträchtliche Mengen an Gips. Daher nennt man diese Landschaft auch die Weiße Gipswüste. Noch so ein kleiner Knüller auf dem Heimweg nach El Paso. Die White Sands Missile Range. Der Raketengarten mit allen Typenmodellen, die jemals hier erprobt worden sind. Irgendwann schlägt für das Abenteuer Amerika die Abschiedsstunde. Mit Schingdarabumbum. Damit's nicht so schwer fällt. Es war ein schönes, ein echtes Abenteuer. Auch ein sehr aufwendiges, nicht zu vergessen. Wie war das noch mit Old Shatterhand? Seine Faust, seine Schlagkraft waren gefürchtet. Aber seine Ritterlichkeit hinterließ doch den stärksten Eindruck, wo immer er auftauchte. Wenn dieser Sinn einer Erzählung auch heute noch gilt, dann sind Old Shatterhands moderne Enkel nicht umsonst in die Welt hinausgefahren. Die sind gleich oben, Herr Pastor. Kommt bloß heil wieder runter. Aber Herr Oberst. Also dann, guten Flug.